Ja, hallo, und da sind wir wieder, immer noch in einer ziemlich ausweglosen Lage, wenn ihr mich so fragt. Caroline verhungert gerade, sehr schön. Caroline kann ja einfach mal, dass ihr Suppe isst, im Leichen aufräumen, soll sie das einfach mal machen mit ihrem amputierten rechten Arm. Caroline hat Kugeln gefunden. Shells sind auch Munition, noch mehr. Also sie hat ziemlich viel Munition gefunden, während sie die Leichen aufgeräumt hat. Es wäre irgendwie cooler, wenn Lori endlich mal ihr fertig kochen würde, sonst verhungert uns Carolyn wirklich noch. Carolyn war so hungrig, dass sie schnell eine Mahlzeit zubereitet und gegessen hat, egal was für Zutaten sie eben gefunden hat. Und Lori hat im selben Moment aber eine große Mahlzeit zubereitet und sie hat aufgehört, was zuzubereiten, weil sie nichts mehr zum Zubereiten hat. Weil sie kann aber immer noch kleine Mahlzeiten zubereiten. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. Lori hat Leichen aus dem Geschäft rausgebracht. Immer eine gute Idee. Carolyn hat eine kleine Mahlzeit gegessen. Es wird dunkel draußen und Lori hat eine kleine Mahlzeit zubereitet. Oh, und sie hat nichts mehr, um was zuzubereiten. Wir haben eine große Mahlzeit und das war's dann. Gut, Lori, ich wäre mal dafür, du investigatest hier mal die Schule. Du nimmst dafür wieder die Armbrust, ein paar Pfeile. Kann ich keine Feueraxt da mitnehmen? Wäre es mit der Machete? Nee. Ich schmeiß dann Feueraxt 2. Warum kann sie nur 2,5 mitnehmen? Oh, habe ich das. Ah, ich will nicht Carolyn hinschicken, sondern Lori. Die kann nämlich, wie ihr seht, mehr wie das Doppelte von Carolyn tragen. Mein Gott, wie gesagt, Carolyn fehlt auch ein bisschen was, aber mein Gott, man. Ich soll das hier mitnehmen, die Feueraxt und eine Bandage. Ah, man sieht hier sogar, was damit verbunden werden kann. Ist nicht sonderlich effektiv. Und sie soll die Taschenlampe mitnehmen, es ist ja immerhin schon dunkel. Gut, mal schauen. Die Schule in Rolling Hills Place ist ein großes Gebäude mit um die 14 Räumen. Es hat 7 Türen und 82 Fenster, die von außen reinführen, also kein Ort, an dem man sein Lager aufschlagen möchte. Dieser Platz sollte medizinische Versorgung beinhalten. Na gut, jede Schule hat eine Schulärztin, also schon praktisch. Lori sagt, dass sie jemanden lachen hört. Sie bildet sich ein, Stimmen zu hören. Lori hat das Grundstück um die Schule sich angeschaut. Mit der Taschenlampe hat sie einen Zombie draußen festgestellt und sie sieht 17 Zombies drinnen und ist wieder zurückgekommen. Gut, 17 Zombies sind natürlich eine Ansage, ne? Das kann ziemlich schnell in die Hose gehen. Das ist die Schule und das ist die Universität. Um die 17 Zombies drinnen. Gut, ich glaube, das lassen wir eher. Schauen wir doch mal hier in diesen Store. Lori, wieder den üblichen Plan. Ach so. Das habe ich ganz vergessen. Den Bogen, die Pfeile, die Feueraxt. Das kann man nämlich hier speichern und dann eben wieder abrufen, damit man für ihn nicht immer das Gleiche machen soll. So, hold a feast. Ist Feast nicht Leichenfressen? Ich mag's einfach mal, ich hatte die Option noch nie. Die Schule, das Geschäft in der Camino Street ist ein kleines Gebäude mit um die 4 Räume. Es hat 3 Türen und 5 Fenster, die reinführen und sollte medizinische Versorgung beinhalten. Lori hat sich das angeschaut. Sie hat einen Zombie draußen gesehen. Da ich die Taschenlampe vergessen habe, könnte denn da auch noch mehr sein. Und sie sieht 2 Zombies drinnen. Gut, das ist machbar. Lori ist zurückgekommen und Carolyn hat ein, oh, eine
einsame Mahlzeit genossen. Na gut, Carolyn. Ich würde mal sagen, ihr zwei, geht mal da rein. Investigate. Wir sollen die übliche Ausrüstung mitnehmen. Eine Machete. Die Taschenlampe. Bandage. Schadet auch nicht, wenn man die dabei hat. Ein Shotgun. Machete. Dann nehmen wir die Shotgun und was braucht die Shotgun nochmal? Die braucht 12 GA-Shells. Die sollen wir auch alle mitnehmen. Gut, damit fühle ich mich doch schon recht gut gerüstet. Ihr sollt nicht investigaten, ihr sollt gleich einbrechen in den Shop. Schauen wir mal, ob das gut geht. Ich höre schon die Geräusche eines Kampfes. Caroline und Laurie haben den Shop. Also wollen eben einbrechen. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, um reinzukommen. Sie sind direkt durch die Eingangstür gegangen, die in den Verkaufsraum führt. Nachdem sie näher gekommen sind, ja, gut, es ist logisch, dass die Eingangstür ein einfacher Weg ist, reinzukommen. Es waren keine Zombies in diesem Raum, also im Geschäftsraum, aber es hört sich an, dass eine Handvoll Zombies noch hier drinnen sind. Ein kleiner Mob sammelt sich gerade draußen und Lori isst einen Snack. Gut. Und jetzt kommt's zum Kampf. Bum bum. Karen und Lori versuchen noch immer die Zombies drinnen zu töten. Während sich noch immer ein kleiner Mob draußen versammelt hat, der meiste Kampf ist im Geschäft, also hat im Geschäft stattgefunden. Carolyn hat den Torso eines Zombies mit einer Shotgun zerblasen, nachdem sie seinen linken Arm und seinen Torso angeschossen hat. Und Lori hat den Schädel eines Zombies mit der Armbrust eben, ja, weggeblasen. Dann soll Loris doch bitte mal quickly and loudly die Barrikaden errichten und Carolyn soll inzwischen sich umsehen, ob es irgendwas gibt. Oh, Kendra Collins ist eine mittelalte Feuerwehrfrau. Ein anderer Überlebender wurde von der Gruppe gesichtet. Sie hat eine Konkussion. Davon abgesehen sieht sie erfahren und ja, halt gut aus. Lori wüsste nicht, warum sie sich der Gruppe nicht anschließen sollte und Karen will aber nicht, dass sie sich anschließt. Und ja, gut, ich würde sagen, je mehr, desto besser. Oh. Carolyn hat Bandagen, einen Baseballschläger, Alkohol, was zum Kochen und Snacks gefunden. Und sie wurden aber, da keiner draußen aufgepasst hat, überrascht. Carolyn hat das Kommando über den Kampf übernommen und hat Lori ins Büro geführt. Der meiste Kampf hat aber im Badezimmer stattgefunden. Lori hat den Schädel eines Zombies mit der Shotgun weggeblasen, nachdem sie seinen Torso zerschossen hat. Das hätte ich gern gesehen. Und sie haben alle getötet. Carolyn und Lori haben einen anderen Überlebenden gefunden, Kendra Collins. Sie hat Essen mitgebracht und sie hat sich der Gruppe angeschlossen und jeder ist cautious, ja, vorsichtig, was den anderen quasi betrifft. Also, Concussion heißt, sie ist schon verletzt. Ah, I see. Gut, dann verteilen wir mal die Aufgaben. Lori soll weiterhin verbarrikadieren. Carolyn soll weiter nach was Nützlichem umsehen. Und ich würde mal sagen, Kendra kann. Die Leichen sind mir eigentlich egal. Aber Kendra soll mal draußen schauen, ob sie irgendwelche Zombies findet, denn dann haben wir jemanden, der aufpasst. Das heißt, wir werden nicht unvorbereitet getroffen.
Gut, Carolyn hat was zum Kochen gefunden, einen Cricketschläger, eine Feuerachs und zwei Snacks und Ferngläser. Ferngläser sind natürlich auch nicht schlecht. Barrikaden, die ins Geschäft und in die Eisels führen, wurden angegriffen, aber haben standgehalten. Carolyn hat herausgefunden, dass es keine funktionierenden Duschen gibt. Die Hälfte ist nun durchsucht und Lori hat einen Tisch und zwei Lampen in 15 Barrikaden verwandelt und zwei Eingänge gesichert. Gut, die Verteilung passt mir so noch. Machen wir mal weiter. Oh, das hört sich nach einem Kampf an. Carolyn hat Kugeln, einen Beacon, eine Crowbar, eine Gorshaxen, ja. Na, Stemmschlauch. Auf jeden Fall hat sie eine Pistole gefunden. Und sie waren, ja, genau das meinte ich, deswegen wollte ich, dass Kendra draußen nach dem Rechten sieht. Sie wurden angegriffen, aber sie waren vorbereitet. Kendra hat nach Zombies Ausschau gehalten und hat den anderen mehr Zeit verschafft, um in Position zu gehen. Ein Zombie ist durch ein Fenster gesprungen. Lori hat das Kommando über den Kampf übernommen und Kendra ins Office gebracht. Carolyn war von Loris Plan aber nicht beeindruckt und hat ihr nicht, also hat nicht getan, was sie gesagt hat, und hat stattdessen im Geschäft Stellung bezogen. Der meiste Kampf findet wie immer im Badezimmer statt, why ever. Und Carolyn hat den Schädel eines Zombies mit einer Shotgun zerschossen und sie haben alle erledigt. Aber draußen sammelt sich noch immer ein kleiner Mob. Dann würde ich mal sagen, Carolyn soll nicht weiter nach irgendwas suchen. Carolyn soll sich ihr anschließen beim Barrikaden machen. Und Kendra soll weiterhin Ausschau halten, ob da draußen irgendwas abgeht. Wir könnten aber auch mal Lori uns ansehen. Kendra war Feuerwehrfrau, sie ist 33, hat eine Hochschulausbildung und kommt aus einem mittelmäßigen Hintergrund. Sie ist unaware, ja, sie ist unaufmerksam, weil sie geringe Verletzungen hat, irgendwie so. Sie ist erfahren, praktisch bla. Sie ist gut darin, Mahlzeiten zuzubereiten, Leichen zu beseitigen, draußen zu patrouillieren und Ablenkungen zu verursachen. Sie sagt, sie ist nicht rassistisch, aber sie mag es nicht, wie Carolyn aussieht. Nett. Wir erinnern uns, Carolyn kommt ja auch aus einem mittelklassigen Hintergrund. Deswegen würde ich mal sagen, Carolyn soll sie hat einen Highschool-Abschluss und kommt aus einer Mittelklasse. Ja, sagen Carolyn war Mitglied. Nee, das ist mir zu riskant. Carolyn und Lori sind entfernte Cousins. Nein, Kendra sind entfernte Cousins. Der letzte Kontakt ist viele Jahre her. The family fight. The family moved apart. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber ist mir gerade auch egal. Schauen wir mal, wie es weitergeht, wie das Gerücht ankommt. Oh. Ein Gerücht hat sich in der Runde verbreitet. Carolyn und Kendra haben gerade herausgefunden, dass sie entfernte Cousins sind. Sie haben den Kontakt vor vielen Jahren verloren, weil ihre Familien sich getrennt haben. Sie haben Erinnerungen aus der Vergangenheit gefunden und Lori war ziemlich uninteressiert daran. Ja. Barrikaden wurden angegriffen, am Stand gehalten, bla bla bla. So, gibt's noch... Nein, wir sind komplett gesichert. Das ist schon mal gut. Das heißt, ihr könnt damit aufhören. Carolyn kann mal was zum Essen zubereiten und Lori kann mal ein paar Leichen verschwinden lassen. Und Kendra... Nein, jetzt kann eigentlich eh keiner mehr reinkommen. Das heißt, Kendra kann mal wieder schauen, ob sie irgendwas Praktisches gibt. Eine Armbrust. Roy und Kendra haben ihre Taktiken besprochen und die fühlen sich beide jetzt klüger.
Gut. Lori hat was gegessen. Kendra hat eine Armbrust und eine Shotgun gefunden. Lori hat einen Quarrel Stack aus einer Leiche gezogen. Barricades wurden angegriffen, aber haben gehalten. Alle Räume wurden jetzt fast durchsucht und Carolyn hat was zum Essen zubereitet. Gut, ich würde sagen, das passt so. Lori hat was gegessen, Kendra hat Seife im Badezimmer gefunden, Lori hat die Leichen entfernt, aus dem Geschäft entfernt und räumt nun das Badezimmer auf. Barrikaden sind immer noch stabil, alle Räume sind jetzt durchsucht und Carolyn kocht weiter. Ja, gut, das heißt, Watch for Zombies and Report. Nein, Patrol Outside und Report Back Kendra. Also Kendra soll draußen mal so quasi ein bisschen aufräumen. Lori hat das gegessen und sagt, Lori fühlt sich jetzt in diesem Geschäft sicher, weil wir es eben komplett gesichert haben mit Barrikaden. Lori hat die Leichen beseitigt und alle Leichen aus dem Shop sind jetzt weg. Kendra wurde von einem Zombie angegriffen, während sie auf Patrouille war. Sie hat sich in Acht genommen und hat zwei von ihnen mit einer Machete getötet. Hat die Patrouille beendet, Carolyn hat was zubereitet und Lori konnte keine Dusche finden, also hat sie Wasser einfach auf sich gespritzt. Sie ist jetzt zumindest sauber und sie ist dankbar für die Seife. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug hier festgesessen. Wir, oder zumindest Kendra. Kendra sieht sich mal die Bank an. Soll einfach mal investigaten und soll die Ausrüstung mitnehmen, die wir vorher abgespeichert haben. Am besten nimmt sie auch noch eine Taschenlampe, braucht sie jetzt eigentlich nicht. Aber sie nimmt das Fernglas mit. Ach, Beacon, das ist das. Okay, Bottle of Spirits takes the edge of a hard day. Schön gesagt. Und sie soll auch gleich noch eine Machete mitnehmen, damit sie für alles gewappnet ist. Ein Snack noch. Und dann schauen wir mal. Lori soll inzwischen mal irgendwas verbessern, was für den Nahkampf gedacht ist. Und Carolyn soll inzwischen draußen mal schauen. Oder nee, Carolyn soll draußen mal Zombies wegsnipern, die sich um das Haus herum versammeln. Ich denke, das ist eine gute Idee. Lori verbessert eine Pistole. Ich habe zwar gesagt, sie soll was für den Nahkampf verbessern, aber ist ja egal. Die Sonne geht auf und die Bank. Die Bank in Jenna Drive ist ein kleines Gebäude mit um die 8 Räume, hat eine Tür und 7 Fenster. Kendra sagt, es könnte ein leicht zu verteidigender Platz sein. Hat die Bank hat sich eben umgesehen. Mit den Ferngläsern, das heißt, sie muss nicht so nah ran, hat deswegen auch weniger Risiko. Sie hat einen Zombie draußen gesehen und sie sieht 6 Zombies drinnen. Gut, das denke ich ist machbar. Karen und Lori sind noch beschäftigt. Oh. Kendra ist zurückgekommen. Carolyn hat einen Zombie verwundet, aber nicht getötet, so wie sich das angehört hat mit der Armbrust. Kendra fühlt sich etwas fitter, nachdem sie ein bisschen Übung gemacht hat, also ein bisschen Training gemacht hat. Und Lori ist fast, also hat es halb geschafft, die Pistole zu verbessern. Gut, ein leicht zu verteidigender Platz. Kendra kann gleich weitermachen, indem sie hier die Bar noch auskundschaftet. Wieder mit der üblichen Ausrüstung, dem und was nehmen wir noch? Die Fire Axe. Was ist denn besser eigentlich? Fire Axe oder Machete? Nehmen wir die Machete, speichern das nochmal ab und schauen, wohin uns das führt. Die Bar im Janky Way ist ein kleines Gebäude mit 6 Räumen, hat eine Tür und 2 Fenster, die reinführen und sollte ziemlich viele Waffen beinhalten. Warum auch immer eine Bar Waffen beinhalten sollte.
Kendra hat sich das Ganze mal angeschaut mit ihren Ferngläsern und hat einen Zombie draußen gefunden und sieht 7 Zombies drinnen. Laurie hat einen Snack gegessen. Kendra ist zurückgekommen. Laurie hat eine Doppel... Okay. Eine Doppel-Barreled. Ist Barrel nicht ein Fass? Also die Pistole M verbessert, die jetzt besser ist im Nahkampf und Laurie modifiziert jetzt eine Shotgun. Gut. Ich bin echt noch gespannt, wo uns das weiterhin führt und ich verabschiede mich für dieses Mal wieder von euch und sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye.